Robotikteam RTFM, Robotikteam für Hochschule in Freiburg. Wir sind Gruppe Robotikbegeisterter Studierende. Wir sind Informatiker, Elektrotechniker, Mechaniker. Und was wir gemeinsam haben, ist, dass wir gerne Roboter bauen, begeistert sind von diesem Thema, begeistert davon sind, etwas mechanisch zusammenzubauen. Das macht das Programmieren, macht es funktionieren, verschiedene Aktionen zu programmieren und trainieren für den Wettbewerb EuRobot. Der Wettbewerb EuRobot ist ein internationaler Robotikwettbewerb, wo es darum geht, dass man während 100 Sekunden auf einem Spielfeld eine gewisse Anzahl von Aufgaben muss erledigen. Und für das kann man zwei Roboter brauchen. Die zwei Roboter sind autonom. Das heisst, die werden nicht ferngesteuert, die werden im Vorhinein programmiert und können dann, aufgrund von dem, was sie antreffen auf dem Spielfeld, machen sie ihre eigenen Entscheidungen und die dann, je nachdem, was für ein Reglement hat, unterschiedliche Aufgaben machen, die unterschiedliche Anzahl Punkte geben. Zum Beispiel eine Aufgabe ist, dass verschiedene Eishockey-Böcke auf dem Feld liegen. Die sind horizontal und vertikal sind die angeordnet. Und da haben wir dieses Jahr einen Roboterarm mit einem Saugnapf, den die kann holen kann. Die Böcke haben verschiedene Farben und je nach Böcke müssen wir die an einem anderen Ort platzieren. Und je nachdem, wie gut man das schafft, ist es verschiedene Anzahl Punkte. Die Erwartung ist ja ganz klar, dass wir so um Top 3 arbeiten. Top 3 wird heissen, wir wären qualifiziert für die europäischen Meisterschaften, wo wir auch Frankreich gehen und gegen Teams aus anderen Nationen spielen.